Hallihallo und guten Morgen, liebe Deutschlernende und Studierende. Ich entschuldige mich für die Qualität des Videos, aber ich bin soeben angekommen in Moskau und habe im Kapselhotel an meinem Arbeitsplatz Stellung bezogen. Und mir ist auf dem Weg natürlich noch was eingefallen. Und zwar geht es um die Frage nach dem Sprichwort, was mir gefällt. Ja, also ihr wisst ja schon, Sie wissen ja schon, ich mag Sprüche und habe das auch teilweise als Lebensmotto und möchte Ihnen davon erzählen, welches mir sehr, sehr gut gefällt. Dazu zeige ich Ihnen mal schnell meinen Bildschirm. Und zwar sehen Sie hier das Original von Wayne Gretzky. Und es gibt den mit verschiedenem Sportbezug zu. Jetzt weiß ich gar nicht, warum das hier nicht weitergeht. Moment, muss ich gucken. Ja, genau. Also, es geht weiter. Und Sie sehen hier verschiedenste Varianten von diesem Spruch in Englisch, in Deutsch gefällt er mir natürlich nicht. Und ich kann Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, denn ich kannte das Original nicht, sondern habe von meinem Mentor, Herrn Gründler, den Satz gesagt bekommen, der heißt, nicht geschossen ist immer vorbei. Und er wiederum hat Anfang der 90er Jahre diesen Spruch von seinem Mentor, Herrn Jacobi, gesagt bekommen. Das Original in Deutsch sieht so aus, aber nicht geschossen ist immer vorbei, ist für mich ein Lebensmotto. Denn man muss es einfach probieren. Man sollte sich nicht zu viel darüber Gedanken machen, was könnte passieren, warum funktioniert was nicht. Ja, es gibt natürlich Ängste, die man hat und ganz besonders, wenn man was Neues probieren soll und muss und da von außen zu gezwungen ist. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, irgendwann, man sollte die Entscheidungen, die man getroffen hat, nicht in Frage stellen, denn die Entscheidung war zu dem Zeitpunkt aus jeder Sicht für jemanden persönlich genau die richtige. Ja, also einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Bis demnächst. Tschüss.